5 Wochen nach der gelungenen Premiere auf argentinischem Boden startet die Tourenwagen-Weltmeisterschaft das 2. Mal in ihrer Geschichte. Auf kalifornischem Boden, genauer gesagt auf dem Sonoma Raceway, wo wir im Vorjahr die Premiere erlebten. Die Anlage in den 60er Jahren erbaut, gibt es verschiedene Streckenkonfigurationen. Die der Tourenwagen-Weltmeisterschaft ist 4025 Meter lang oder 2,5 Meilen, wie die Amerikaner zu sagen pflegen. Und im letzten Jahr war es ein kompletter Triumph für die Chevy-Jungs beim Heimspiel von Chevrolet. Ja, das Wetter ist knackig, warm und entsprechend ja die Bedingungen. Hier wächst wunderbarer Wein auf, wie die Weinkenner wissen, der Chardonnay, der Cabernet Sauvignon, Merlot und so weiter. Also ideale Bedingungen und die Quecksilbersäule, die klettert so langsam nach oben. Wir haben jetzt 11.31 Uhr, also noch nicht mal Mittag, und wir dürfen da gut und gerne noch ein paar Grad mehr erwarten. Egal ob Fahrenheit oder Celsius, werden wir hier gleich auch den 2. Durchgang erleben. Sonoma, eine old-fashioned Racetrack, also eine Rennstrecke nach alter Schule. Das sieht man, es geht bergauf und bergab, rund 50 Höhenmeter, und ich denke für die Fahrer auch eine interessante Herausforderung, Dirk. Absolute Herausforderung, und es ist in der Tat eine Rennstrecke nach altem Charakter, so wie es nicht nur der Uwe mag, sondern auch viele, viele Motorsportler mögen. Kurve Nummer 2 ist ein Highlight, Kurve Nummer 6 ebenso. Also es wird hier einiges zu bieten sein hinterher im späteren Verlauf, und der eine oder andere, der wird auch eine Abkürzung durchs Gras nehmen. Real Cars, Real Racing ist hier angesagt, und das ist ja das, was wir auch mögen in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Hier können schon mal 2 Autos oder auch vielleicht sogar mal 3 nebeneinander durch die Kurve fahren. Hier werden keine irgendwelche Flaps abgefahren. Also die Fahrzeuge doch sehr robust, und das ist auch das, was die Zuschauer und natürlich auch die Zuschauer zu Hause am Fernseher an dieser Serie sehr mögen. Ja, hier sehen wir die schnellste Trainingsrunde im Qualifying, und die wurde überraschenderweise nicht von Ivan Muller erzählt, sondern von seinem jüngeren Teamkollegen Tom Chilton, der also eine perfekte Runde erwischte und damit seine erste Pole-Position überhaupt in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft ermöglichte. Die Freude war groß beim 28-jährigen Briten, dem älteren Bruder des Formel-1-Fahrers, wie sie selber gerne scherzhaft nennt, hat alles richtig gemacht und seinen großen Lehrherrn auf Platz 2 verwiesen. Genau, also er hat alles zusammenbekommen, wie er selbst sagt, und dass er schnell ist, hat er ja schon öfter mal gezeigt. Er sitzt in einem Top-Auto, und das zeigt auch das Trainingsergebnis wieder, wenn wir gleich ins Qualifying einsteigen bzw. in die Startaufstellung mal wirklich reintauchen. Und da sind wir auch schon, da hat die Regie wieder perfekt aufgepasst. Chilton auf der Pole, und ja, und er hat den dreifachen, fast vierfachen Weltmeister Ivan Muller mal eine kleine Klatsche verpasst. Die hat er sich abgeholt, da hat er sich auch geärgert. Nur Thiago Monteiro war derjenige, der ja, die Cruise-Falance sprengen konnte. Die Chevys hier sehr, sehr stark, und in der Startaufstellung sind wir sehr schnell unterwegs. Benani zu erwähnen mit dem 320er BMW, der beste BMW, mit Basseng auf der 10. Position. Das bedeutet für der Uwe, der nickt schon wieder mit dem Kopf. Tut er nicht, weil die Startreihenfolge, die wir Ihnen hier einblenden, das ist die für den 1. Durchgang. Wir haben einige Fahrer disqualifizieren müssen. Die müssen im 1. Durchgang von hinten starten, wie zum Beispiel Nykia, Valento, Monnier und Michelis aufgrund eines Motorwechsels. Und der wird im 2. Durchgang wieder in den Top 10 stehen, sodass also in dem Fall Mino Binani die Pole Position einnehmen wird. Hier sind wir aber auch mit Tom Coronel. It's a lot of evaluation, so uphill and downhill. First corner, always interesting, especially under the braking zone. A lot of bumps, going back to the second gear. And then a blind corner up the hill. We're completely blind, happy that the tire wall is, tire pile is standing there. Third gear corner, up today, like a chicane, which bends completely down. So very difficult under the braking. Easy to outbrake yourself. Then we will go to the right-hander, which is full throttle, up to a very interesting corner, which is a big bump under the braking zone. That's here. Oh, oh, you can see I'm locking a little bit. Third gear, I go to fourth, I short shift, early entry, inside, all the way to the exit. Quite dusty, this circuit. It's all because it's quite dry here. Braking point. Where the board is starting, second gear, you make one corner of this one up to a
a straight, which is not a straight because it bends left, right, left, where we short braking all the way to the chicane, which is down to second gear. Hard braking, up, back to second gear. Up. Dusty is a little bit too slow here. Come on, Dusty, get out of the way, and we'll go to the straight. The last corner, entry of the pit lane here on the left, down to second gear. You can brake quite late here, a lot of space, but of course important for a fast exit, because there we get the straight. Ja, vielen Dank Tom Coronel und auf die Informationen steigen wir gleich wieder ein. The FIA WTCC is delivered by DHL. Mobil 1's SHC hydraulic oil is the lifeblood of the Vodafone McLaren Mercedes MP428. There are many different areas where hydraulics are very important in Formula 1 car. And if you have a failure with hydraulics, that's your race over. It's a race stopper. From gear shifts and throttle to the operation of DRS and steering, the MP428 relies on Mobil 1 SHC to control all essential systems. Whether it's clutch actuation or whether it is throttle actuation or brake system or differential, it's all hydraulically driven, and it is the nervous system for the car because everything's being moved by the hydraulic system and it runs on a hydraulic oil that sits within it. Mobil 1 ensures that the hydraulic oil in the MP428 is capable of delivering optimum performance and can operate at an incredible 200 bar and at over 100 degrees Celsius. Just like engine oil, just like gearbox oil, we want to run it blisteringly hot. We want to run as little fluid as possible so we've got low efficiencies. And it's another really important reliability system on the car. It needs to be reliable, given the consequences of a hydraulic failure during a race. Initially, you start losing power steering, and then you start losing the clutch, the gears, and it becomes very difficult. So you pull over and it's game over. To make sure the hydraulic oil delivers maximum performance at every Grand Prix, Mobil 1 engineers also run a continuous program of sampling and analysis. We need to work with the technical partners like Mobil 1 to get the best out of the situation. Formula 1 is still separated by fractions of a percentage, and there's no way that a small race business like McLaren Racing will be able to perform on a world stage if it wasn't for the high-quality technical partners like ExxonMobil. Kenwood. Yokohama, dein Reifen. Ja, die Vorbereitungen zum ersten Durchgang hier in Sonoma laufen auf Hochtouren. Ja, kurz vor der Werbeunterbrechung, da hatten wir einige Impressionen aus dem Cockpit von Tom Coronel. Ich denke, aus Fahrersicht nicht ganz uninteressant, was der Tom berichtet. Ja, absolut. Also es ist eine Strecke, und das konnte auch jeder sehen, die nicht so einfach ist. Also die Kurven von außen vielleicht noch einfach, spätestens aus der Cockpit-Perspektive. Viele blinde Ecken drin, und ich muss einfach aufgreifen, was du auch eben schon mal gesagt hast. Es würde uns nicht wundern, wenn hier heute der ein oder andere vielleicht mal durch die Kurve kommt und das nicht auf den Rädern, der dann auf dem Dach ein paar Trüffel suchen geht. Es ist schwierig, vor allen Dingen ist es schwierig, sich zu beherrschen. Es gibt viele Kurven, wo du lange warten musst, bis du wieder beschleunigst. Die Streckenbreite lädt dich dazu ein, Fehler zu machen, und das ist genau, was wir später im Rennen auch garantiert sehen werden. Ja, da haben wir Rob Huff gesehen, und zu Marc Bazin wollte ich noch ergänzen, der gestern ein tolles Qualifying im ersten Teil hingelegt hat. War schneller als Huffy, sein
ja, weltmeisterlichen Teamkollegen. Und als es dann ernst wurde im Q2, da hat er einen groben Patzer drin gehabt, hat seine Runde abbrechen müssen und sein Frust war richtig groß. Hat er, jetzt geht's endlich wieder aufwärts und dann schieße ich da selber so ein Bock, das entspricht nicht den tatsächlichen Entwicklungen, die sie im Team getrieben haben. Da geht es wirklich aufwärts und er war richtig, richtig angefressen, der Marc. Weil er kommt als Weltmeister in die Serie, hat auch einen Ruf zu verlieren, auch wenn er vom GT-Sport in den Tourenwagen in dem Fall wechselt. Und das Lernjahr in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft ist für den Marc sicherlich kein leichtes. Nee, auf gar keinen Fall. Es ist auch schwierig, wenn du von heckgetriebenen Autos kommst mit 500 PS, Pi mal Daumen oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und dann auf ein Fahrzeug gehst, wo wir leistungsmäßig ja deutlich drunter sind, ich sag mal irgendwo im Bereich 280, 300 PS und dann noch ein frontgetriebenes Auto hast, dann musst du den Fahrstil schon wieder ändern. Der Marc hat es früher auch gemacht in sämtlichen Markenpokalen, aber es ist ein ganz andere Fahrerei und diejenigen, die Jungs, die hier mitfahren, ja, die sind ja auch aus einem sehr ähnlichen Holz geschnitzt wie der Marc auch. Er teilt gerne aus, aber er kann auch einstecken und das musst du auch hier können. Die anderen deutschen Fahrer, die wollen wir auch noch kurz erwähnen, oder deutschsprachigen Fahrer. Da haben wir den Franz Engstler, der sich als 15. hier in der Startaufstellung wiederfindet. Freddy Barth aus der Schweiz, der liegt auf Platz 13. Er kennt die Strecke nicht, Neuland, also auch für ihn. Und dann haben wir noch den René Münich, also den Teamchef aus dem AllInkel.com Münich Motorsport-Team, der Rallycross-Spezialist, auch für ihn natürlich ein Lernjahr hier mit dem Seat Leon. Ja, die Hondas haben einen guten Eindruck hinterlassen, Thiago Monteiro, auch Norbert Michelis. Da hat man ausgewertet und festgestellt, dass einige Daten nicht so hundertprozentig bei der Motorkonfiguration passten und hat sicherheitshalber den Motor gewechselt. Und das wurde auf Anhieb mit der klaren Bestzeit heute früh um 8.30 Uhr im Warm-up bestätigt. Da war er eine halbe Sekunde schneller als alle anderen und war schneller als Thiago Monteiro im Qualifying. Also das war schon mal eine Hausnummer, die der Norbi abgeliefert hat. Nur von fast ganz hinten wird es schwierig werden für ihn, da in die Top 10 hineinzufahren. Ja, zumindest ist es so, dass hier das Überholen nicht so einfach ist. Hier musst du überholen, wo es weh tut. Das heißt, du musst dich auf der Bremse ja auch teilweise anlehnen und da kommst du nicht so einfach weg. Dass die Zeit heute Morgen so extrem stark war, hängt auch damit zusammen, dass die Temperaturen dann noch nicht so hoch waren. Ob er von hinten ganz nach vorne geht, das werden wir sehen. Denn jetzt gleich geht es schon in die Einführungsrunde. Yokohama, dein Reifen. Additive und Motorenöle made in Germany. Liqui Moly. Kenwood. As a Grand Prix world champion and triathlete, I know how important it is to stretch before any competition. I also know it's important to stretch. Mobil 1's advanced technology lubricates our engines. Yes, that is true. And my joints. Oh my word. Soda cookies. Want one, Jensen? It's pedal to the metal time for the World Touring Cars, blasting through another gripping season and now far afield in the Americas and Asia, with Müller, Haas, Tarquini and company driving with daring and pushing their luck, because when it all comes off, it's a roaring winning formula. The World Touring Car Championship from Suzuka on September the 21st and 22nd. For more info, go to FIAWTCC.com. Liqui Moly. Additive und Motorenöle made in Germany. FIA WTCC is delivered by DHL.
Willkommen zurück, pünktlich zum Start der Einführungsrunde hier auf dem Sonnemer Raceway. 13 Runden stehen auf dem Programm. Die Startaufstellung, die haben wir Ihnen eben zumindest lückenhaft präsentiert. Das wollen wir dann einfach nochmal komprimieren. Startreihe 1, Cyril Mellor, Piloten Chilton und Müller. Thiago Monteiro, Pepe Oriola teilen sich Startreihe 2. Und Tom Coronel, der geht vom 12. Start, vom 11. Startplatz aus ins Rennen und wird im Moment nicht aus seiner Fahrersicht kommentieren, sodass wir in Startreihe 3 hineinschauen. Da haben wir die Teamkollegen von Bamboo. Alex McDowell als schnellster Independence-Pilot vor James Nash. Rob Huff, Gabriele Tarquini, die stehen dann in der Startreihe Nummer 4. Und dann haben wir Mehdi Benani und Marc Bazin in Startreihe Nummer 5. Die anderen Akteure haben wir weitestgehend vorgestellt. Und Tom meldet sich nochmal kurz aus dem Auto. Ja, ich glaube, da ist die Verbindung doch nicht die allerbeste. Da ist er. Some blind corners. It's also very dry out here in California, so off circuit you can see the grass is brown, but that means also when you go a little bit offline it's very, very dirty. Duncan Huisman, congratulations with your championship, that's for sure. But we are driving here for the first race, which is a rolling start. I think quite good for my BMW, because at the end of the race we have better balance with the tires. We arrive here at the high-speed chicane, which is in fourth gear. Then we arrive at the low-speed chicane, which is in second gear. But there you can also cut the circuit. Probably if you outbrake yourself, you can go straight there. You will see we will start to line up now, all the cars side by side, for the rolling start here in Sonoma. Keep watching, because it will be very exciting. One tip, check the first corner, because normally it's a big mess here. Ob er da nicht mal mittendrin ist, danke Tom dafür. Und da merkst du ja schon, dass der Tom wirklich ein cooler Hund ist. Andere machen sich jetzt fast in die Hose zu diesem Zeitpunkt. Und der Tom, der moderiert noch ganz live, ganz kurz vor dem Rennen. Wir sollen auf Kurve Nummer 1 achten. Ich sage Kurve Nummer 1 und 2. Da wird jetzt einiges kommen. Was da kommen wird, das warten wir ab. Jetzt gleich geht's los. Tja, Seite an Seite geht's da in der sogenannten Grid Position auf die Start- und Ziellinie. Wir konzentrieren uns auf Tom Chilton unter anderem. Rennen ist jetzt freigegeben und Thiago Monteiro eckt da schon mal mit Müller an. Ist nochmal gut gegangen und jetzt kommt die angekündigte Passage. Thiago Monteiro geht vorbei auf die zweite Position und Luft anhalten. Funktioniert das? Ja, das ganze Feld kommt gesittet dadurch. Also da hatten wir anderes erwartet. Ja, also der ein oder andere Lackaustausch, der wird schon vonstatten gegangen sein. Aber noch ist die Kuh hier nicht vom Eis. Ach, da kann man es sehen. Wilden trifft. Ja. Und da hinten wurde... Oriola hat es erwischt. Pepe Oriola ist da langsam geworden. Und Monteiro hat das wirklich stark gemacht. Also da ist er wirklich sehr früh wach geworden. Da hat man schon mal den Eindruck, dass er eher ein bisschen schläfrig ist gegenüber seinem älteren Teamkollegen, der da deutlich fitteren Eindruck hinterlässt. Aber hier ist er mal hellwach und er versucht ein bisschen Druck zu machen. Und Müller hinter sich gerade. Marc Bazin Seite an Seite mit Rob Huff. Die beiden Seat-Piloten unmittelbar im Formationsflug. Tom Coronel macht auch Druck. Hier sind wir bei Huffy. Ja, und da ist Tarquini mit dabei. Sehr unangenehme Truppe. So, und diese Kurven, die laden einfach ein, auf verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Linien zu wählen, sich da zu beherrschen, spät aufs Gas zu gehen, nicht zu schnell in die Kurve reinzufahren. Das ist hier wirklich die Kunst. Und hier staubt es schon gewaltig und Ivan Muller wird attackiert von Alex McDowell. Was ist denn mit dem Ivan Muller los? Hat der ein Schlafmittel heute genommen? Er hält sich aber in einer Art und Weise zurück, als ging es nur darum, jetzt den WM-Titel mit 8 Punkten nach Hause zu tragen. Ja gut, also der ist ihm eh nicht mehr zu nehmen, deshalb gehe ich auf das Thema auch nicht mehr großartig ein. Dass die Reifen nicht warm sind, kann man auch nicht von ausgehen, dafür sind die Außentemperaturen genug. Und hinten wird es eng und wer ist mit dabei? Freddy Barth, glaube ich, im Angriff auf Tom Coronel. Genau. Freddy Barth hat natürlich auch ein schweres Ehren. Nein, Pepe Oriola war's.
Aber trotzdem hat der Freddy ein schweres Erbe anzutreten. Ja. Sein Auto im letzten Rennen siegreich. Da hat man natürlich jetzt auch in der Wieschers-Gruppe gesehen, dass es durchaus geht. Und da war der Freddy gefordert und hat ja bislang eigentlich einen ordentlichen Job gemacht. Gerade in freien Trainingssitzungen war er mit dabei. Ja, umso erstaunlicher, das war das erste Mal, dass José María López in dem Auto gesessen hat und fährt auf Anhieb zum Sieg. Also das war schon eine Hausnummer. Ja, klar. Also der Pressure's on, würde man sagen, in dem englischen Team. Und zwar natürlich für den Freddy. Und da wartet man, gerade bei BMW wartet man ein bisschen darauf, dass das Rennen ein paar Runden alt ist, dass die Reifen ein Reifenvorteil kommt, weil der BMW der einzige heckgetriebene Wagen im Feld ist. Und alle anderen müssen so ein Reifenmanagement so während der Fahrt auch aufkommen lassen, wobei hier Yokohama wirklich einen Top-Job macht. Reifenschäden haben wir gar keine. So, da hinten staubt's und da sehen wir Stefano D'Aste. Nein, es ist Benali. Benali hat's da erwischt. Ja, Benali, eigentlich der bestplatzierte BMW, ja. Den hat's da erwischt. Also klassischen Gegenpendler, den hat er nicht mal finden können. Und hier ist Takini und Rob Huff. Die geraten sich ein bisschen in der Wolle. Und geraten sich fast alle in die Wolle, nämlich Coronel gegen Bazeng. Das war auch ein hartes Manöver. Tom vorbei an Marc Bazeng. Huffy mit Tarquini beschäftigt. So, und vorne scheint Ivan Müller die Pace nicht ganz mitgehen zu können. Das wird sich vielleicht noch ändern. Montiero sehr stark in Sektor Nummer 1. Und die schnellste Runde, die hat bislang Chilton für sich gut schreiben lassen können. Er will unbedingt sein erstes Rennen hier gewinnen. Und bislang sieht es gut aus. Wir hatten uns eigentlich abgewöhnt, über das Thema Reifen allzu intensiv zu sprechen, weil normalerweise war es selten ein Problem. Aber hier könnte es eins werden, weil die Temperaturen relativ hoch und wir haben viele Kurven, die gerade die Fronttriebler ein bisschen härter rannehmen. Ja, und die Steine darfst du nicht vergessen. Also hier, wenn Steine auf die Strecke kommen, das tut dem Reifen auch nicht gut. Und diese blinden Ecken, die sind es. Und da sind ja auch noch genau diese Aktionen, die wir gerade sehen können. Vielen Dank dann mal an Takini, der es gezeigt hat, damit wirbelst du sehr viele Steine auf und das tut alles andere als gut für den Reifen. Starke Aufholjagd in der Anfangsphase auch von James Thompson. Kam als 15. Ja, drei Positionen gut gemacht. Für Michelis läuft es überhaupt nicht. Er hat einen frischen Motor drin, der lief wie eine Rakete im Warm-up und jetzt in der Anfangsphase hängt er irgendwo und kommt er überhaupt nicht von der Stelle. Also das ist überraschend. Das ist wie früher bei deinem Mofa. Der ging wie die Pest und dann kurz drauf war es kaputt. Vielleicht ist hier auch der Fall. Wäre natürlich sehr schade, wenn Michelis da nicht mitkommen kann. Wobei es jetzt wieder so aussieht, als ob er Fahrt aufnehmen kann. Er ist weit hinten. Vielleicht war auch da ein bisschen ein Dreher drin. Hier sind wir jetzt wieder Live-Action. Hier verfolgen wir gerade Rob Huff und hier auch mal schön zu sehen, wie links und rechts geräubert wird. Bitte nicht zu sehr räubern, denn die Curbs sind extrem hoch. Derjenige, der uns die ganze Nummer filmt, ist unser verrückter Holländer, wie man spaßeshalber immer nennen. Und der Tom, der zieht ja auch nicht zurück, wenn da mal die eine oder andere Stoßstange im Weg sein sollte. Der wird schon mal angeklopft und er sagt dann noch freundlich Hello und er geht weiter. Wie sieht es vorne aus? An der Spitze Montiero. Ist dran an Chilton. Montiero beißt, da gab es heute ein Stück Großfleisch zum Frühstück. Hat ihn gut getan bislang. Ja, zeigt sich das ganze Wochenende über stark, schon in der freien Trainingssitzung. Entschuldigung, ganz andere Linienwahl hier, schön zu sehen. Also hier hat Montiero eine ganz andere Linie gewählt, von Kurve Nummer 1 zu Kurve Nummer 2. War wirklich top zu sehen, dann über diesen Hügel drüber. Ich bin gespannt, wenn der Angriff kommt, weil auch Montiero weiß, dass Ivan Müller mit dem immer zu rechnen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er Chilton gleich angreift, sich daneben bremst und dann einfach die Flucht nach vorne versucht. Also einer der Verlierer der Anfangsphase ist Beppe Oriola. Vom vierten Startplatz aus ins Rennen gegangen, zurückgefahren nach einem Quersteher, nach einer Rangelei bis auf Platz 10. Und Freddy Barth hat auch am Boden eingebüßt. Ja, weit zurückgefallen, der Freddy auf der 18. Position. Da gibt es nur noch Benani, der nach dem Dreher noch hinter ihm zurückgefallen ist. Aber ja, zwischenzeitlich hatten wir auch Besuch in der Boxengasse. Daryl O'Young hatte auch größere Probleme. Die Box angesteuert ist also damit raus aus dem Rennen, zumindest was die Punktevergabe anbetrifft. So, und Thiago Monteiro legt sich den Tom Chilton zurecht. Ja, ist die Frage, wo er den Angriff platziert.
Die Fahrzeuge sind so abgestimmt, gerade die frontgetriebenen Autos, dass sie mit dem Heck immer so ein klein bisschen rutschen. Also du versuchst, die Vorderräder immer relativ lange gerade zu haben, um den Speed... Kommt so, das könnte eine Ecke sein. Noch ist er zu weit zurück. Er ist aber schon mal aus dem Spiegel rausgefahren. Was heißt das? Er ist weit nach rechts gefahren, dass in dem Moment Chilton einfach nach hinten geguckt hat und wusste nicht genau, wo ist der Montiere überhaupt. Das sind so die kleinen Tricks, die man da anwendet. Und... Das erhöht den Druck. Also er versucht jetzt, Chilton dazu zu zwingen, immer ganz oft in den Spiegel zu gucken und sich nicht nach vorne zu konzentrieren. Wenn Chilton eine coole Nuss ist, dann wird ihn das überhaupt nicht interessieren. Dann guckt er nämlich gar nicht nach hinten und fährt einfach sein Rennen. Yves Muller wartet ab, hat eine gute Sekunde Rückstand gegenüber dem Duo vor ihm. 1,2 Sekunden, das ist locker aufholbar. Vor allen Dingen, wenn die beiden sich noch mehr behaken, könnte er wieder mal... der lachende Dritte sein, das hat man schon öfters. Gerade im zweiten Rennen, wo er sich mal zurückgehalten hat, hat er abgewartet, wie die Vorderleute sich da sortieren. Genau. Starke Anfangsphase auch von Tom Boardman, der ist in diesem Jahr wirklich nicht von viel Rennglück gesegnet. Der ist vorgefahren bis auf die 12. Position. Der kommt von ganz weit hin. 21. gestartet, oder 20. Ja. Qualifying ging da gar nichts. Er hat nur ein bisschen profitieren können, dass der eine oder andere zurückversetzt wurde. Nochmal zurück zu Ivan Müller. Ja, dem ersten Lauf, da hat er sich meistens nicht zurückgenommen. Den hat er meistens souverän gewonnen. Den zweiten Lauf hat er sich kurzfristig zurückgenommen. Und hier klopft. Da war es, der kurze Klopfer. Und? Und da kommt, ach, jetzt hat er sich verbremst. So, das ist die Frage auch, wie ist die Linienwahl hier? Es scheint so zu sein, als ob Tom Coronel hier ein bisschen schneller wäre in diesem Streckenabschnitt. Da ist gestaubt. Recht kräftig gestaubt. Ja. Ja, da ist einer wieder durch den Dreck gegangen. Also die Passage scheint dem BMW und dem Tom doch zu liegen. Ein schönes Grüppchen. Marc Bazin gegen Beppe Oriola und Stefano Daste als Dritter im Bunde. Da flogen gerade ein paar Plastikteile. Ja, auch der Marc, der macht eine gute Figur. Man darf nicht vergessen, dass sein Teamkollege nun mal auch Weltmeister ist in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft und sich sehr, sehr gut auch kennt, auch wenn er das Auto noch nicht so besonders gut kennt. Also die zwei, die fahren auf einem Level, das kann sich sehen lassen. Also hier braucht der Marc sich nicht zu verstecken, aber auch der wird jetzt angegriffen, da kommt von hinten ein bisschen Druck. Also die beiden Seats aus dem All-Inkle-Team, die müssen doch jetzt ein bisschen mehr nach hinten gucken und versuchen einfach abzusichern. Beppe Oriola ist dran bei Marc Bazin. Normalerweise Beppe Oriola mit dem perfekteren Auto. Er hat ja bewusst gewechselt, mitten in der Saison, von Seat zu Chevrolet. Hat das Auto von Alamenu übernommen, das verwaiste Auto im Ray Mellock-Team. Übrigens Alamenu an diesem Wochenende nicht tatenlos. Er ist nämlich auch aktiv in Sachen Tourenwagen-Weltmeisterschaft als Co-Kommentator für die französischen Zuschauer. Zack, 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 da wird wieder ein bisschen angeklopft. Ich muss aufs Renngeschehen eingehen, weil das sind die Bilder, die lassen das Tourenwagenherz höher schlagen. Das ist die Kurve, wo Tom gesagt hat, in dem Moment, wo du anbremst, hast du ein Locking, wo die Bremse kurz stehen bleibt. Da musst du ein bisschen vorsichtig sein auf der Bremse, ein bisschen mit dem Bremsdruck auch dann variieren. Wenn du genau weißt, da kommt die Kurve, ein bisschen die Bremse loslassen, damit du dir die Reifen nicht eckig fährst. Hier versucht das von außen, da lässt ihn aber der Hafi mal ordentlich auflaufen. Das machst du nämlich nicht. Da fährst du nicht mehr außenrum vorbei. Tja, da haben wir den eben angekündigten Boxenbesuch von Daryl O'Young. Da ist keine Hektik. Da wird man frische Reifen für den zweiten Satz, den er gleich kurz anfahren wird. Ja, das ist Thema eh erledigt in dem Moment, wo du hier in die Box musst. Immer wieder schön zu sehen in diesem Kurvengeschlänge, was wir da haben. Da ist einer dabei, ich vermute, es ist Tacchini, der hier immer so dermaßen räubert, dass hier der Staub aufwirbelt. Coronel geht massiv über die Curbs und die sind hier wirklich verdammt hoch. Hier nochmal zu sehen, da wurde noch ein bisschen angestupst. Ja, das... Ja. Ja. Genau, come on. Klare Aufforderung. Hard Rob Huff. Das ist das, was ich eben sagte, da lächelt der noch dabei. Aber ich sagte ja, der Tom fährt auch immer schon mit dem Messer zwischen den Zähne. Manchmal auch ein bisschen zu ungestüm, aber ist einfach ein lieber Kerl. Dem verzeiht man sowas auch mal ganz gerne, solange er einen nicht ins Abseits haut. Und die Fehler, die er macht, die sind einfach da. So, Young, sein Teamkollege aus dem Team, geht auch wieder auf die Strecke, aber das ist wirklich nur ein Systemcheck und damit hat es das Thema dann erledigt. Wie sieht es denn vorne aus? Dann gucken wir doch mal. Gerade mal 7 Sekunden trennen die beiden, aber ich glaube, die Musik, die spielt sich hier ab. Ja. Einer von beiden wird das Rennen, glaube ich, nicht in dieser Position beenden, das steht mal fest.
Es gibt so eine goldene Regel, oder die gab es mal zumindest. Das ist die Adamsche Regel, dreimal anklopfen und dann zweimal, abräumen. Zweimal. Ja, siehst du, Uwe, da wärst du nämlich schon abgeräumt, wo du darauf gehofft hättest, jetzt wird nochmal angeklopft. Es wird zweimal geklopft, beim dritten Mal gibt es einen auf die Ecke. Mal schauen, wie die Coronelsche Regel heißt. Weil zweimal hat er schon geklopft. Ja, es gibt andere dabei, die klopfen nicht einmal an, die fahren die direkt quer durchs Auto, dass es in den Markenpokalgang umgebe. Manchmal aber auch bei dem jetzt Sechstplatzierten. Das kann man durchrechnen, ja, ist der ab und zu durch den Dreck fährt. Ja, ja, das ist einer der Ansatzweise. Der fährt die quer durchs Auto, da wird nicht geklopft, da wird direkt der Vorschlaghammer ausgepackt. Ich habe den Eindruck, die Sechstplatzierte ist unser Freund aus Italien. Das wollte ich jetzt sehen. Senior, ja, im Starterfeld. Nach Franz Engsler natürlich, klar. Ich habe den Eindruck, die schnellen Kurvenpassagen kommen dem Seat hier besser entgegen. Da setzt sich der Rob Huff ein paar Meter ab, aber dann, wenn es in die engen Schikanen reingeht, da ist der Tom wieder dran. Kann auch ein bisschen verzerren, das ist der Ziehharmonika-Effekt. Ja, ist der Ziehharmonika-Effekt und ich würde vermuten, dass so ein bisschen die Motorleistung, die einfach auch da dann zur Geltung kommt, wenn du da ein bisschen rausziehst. Also ist einfach so. Du musst ja hier nur, ich sag mal, eine halbe Sekunde später verzögern. Das ist dieser Ziehharmonika-Effekt, der sich dann gerne zeigt. Montero hat jetzt ein bisschen an Boden verloren, liegt jetzt da eine knappe Sekunde hinter Montero zurück und Müller lässt es dann noch langsamer angehen. Naja, also er scheint wirklich auf so zu fahren, dass er ins Ziel kommt, sich die Punkte mitnimmt. Die Meisterschaft ist ihm eh nicht mehr zu nehmen, sind wir mal ehrlich, kann nichts mehr passieren. Tja, Nykje, sein ärgster Rivale auf Platz 15. Also Nykje scheint keine Punkte, zumindest in der Gesamtwertung nach Hause zu fahren. In die Independence Trophy, da kann er noch Punkte sammeln. Liegt im Moment hinter Franz Engsler, der auf der 14. Position notiert wird. Esther Privatier ist McDowell auf Gesamtplatz Nummer 4. Nash auf 5. Laster als Tritsch. Bester Privatier auf 10 und jetzt wird es aber langsam hier eng rund um Rob Huff, weil auch Marc Bazeng ist daneben. Genau, jetzt wird's lustig. Anschnallen ist angesagt, auch zu Hause. Bitte nicht die Fingernägel abkauen. Also der Druck von Marc Bazeng, der ist schon massiv auf Tom Coronel. Ja, aber auch der Marc, der hat ja den Druck. Und das ist klar, in dem Moment, wo du in den Zweikampf verwickelt bist, dann wird man langsam. Und die beiden, Rob Huff, und Tom Coronel waren eben in diesen verstrickt. Schön zu sehen hier das Fahrzeug von Stefano D'Aste, der sich hier öfters mal was Neues einfallen lässt in Sachen Outfit seines Overalls. Haben wir letztes Jahr hier zum Beispiel einen schönen Overall erlebt und gesehen. Und jetzt hat er sein Auto dem amerikanischen Rennen entsprechend angepasst. Also er immer wieder sehr kreativ. Muss man immer zweimal hingucken. Und in Österreich, da hat er auch schon mal, ja, quasi die Lederhose auf seinem Overall drauf genäht. Zumindest sah es optisch so aus. Also richtig Trachtenkleidung am Salzburgring. Also richtiges Überholmanöver vermissen wir noch. Das hat man aber angedeutet, das wird nicht leicht werden hier mit dem Überholen. Und es ist sehr viel Disziplin. Ist noch keiner so richtig, zumindest nach der Startrunde, keiner von der Strecke gerodelt. Das war bei allen Trainingssitzungen hier anders. Ja. Da waren es die Kurven 2 und die Kurven Nummer 6, die eben diese Fehler zugelassen haben. Bislang wird sehr fehlerfrei gefahren und das ist eben der Grund dafür, dass hier noch nicht so viel passiert ist. Für meinen Geschmack dürfte es da ein bisschen enger zur Sache gehen und auch gerne noch einen Tacken ruppiger. Aber vielleicht kriegen wir davon noch was geboten, vielleicht vorne an der Spitze. Wäre auch nicht so schlecht, wobei da eine gute Sekunde Rückstand Montiero mittlerweile sich eingefahren hat auf Chilton, der das wirklich vorne sehr souverän managt und Müller bleibt ja mit fast 3 Sekunden dahinter. Also ich glaube, der will dieses Rennen nicht gewinnen. Und ist die Frage, ob vorne noch die Möglichkeit besteht, irgendwo einen Angriff zu setzen. Also wenn du dann auf 2 bist, dann will man schon ganz gerne gewinnen. Wenn du jetzt auf 3 bist oder 2. wirst, dann ist das Podium interessant, aber wenn es um Platz 1 geht, dann packt man vielleicht noch mal so ein bisschen den Hammer aus. Dann tritt man noch mal so ein bisschen fester das Gaspedal nach unten und versucht auch irgendwo noch einen Weg zu finden. Nur wenn vorne kein Fehler gemacht werden und der Chevrolet Cruze ist einfach das Auto, was hier zu schlagen gilt. Wenn du da keinen Fehler machst und du sitzt auf so einer Kanone, dann wird es schwierig zu überholen. Tja, Konzentration bei den gegnerischen Teams. Da sahen wir erst die Honda-Mannschaft und anschließend die Truppe rund um Ray Mallock. Da werden die Daten analysiert.
Also Müller nimmt das Tempo raus. Tja, Probleme scheinen sich bei Norbert Michelis anzubahnen. Eigentlich die ganze Zeit schon. Er fährt hier 1,56 Rundenzeiten. Er ist immer 10 Sekunden langsamer als die anderen. Also da, ja, das war wahrscheinlich der Grund, warum man da jetzt gerade die Daten analysiert hat. Nicht, ja. Und eine Runde später fährt er 1,48. Da fährt er wieder Zeiten, die absolut top sind. Genauso schnell wie an der Spitze. Hier haben wir den Lada mal im Bild. Da ging im Qualifying gar nichts im Rennen. Ja, und wir haben den Franz mal im Bild. Besser aus, genau. Das ist nämlich Thompson. Direkt dahinter ist der Franz Engstler. Derjenige, dem man es ja immer wieder gönnt, wenn er so ein tolles Ergebnis abliefert, weil er einfach ein unheimlich herzensguter Mensch ist und ein tolles Team um sich herum geschart hat, aber mit dem BMW momentan nicht so ganz glücklich ist. Und hier in der wilden Truppe unterwegs ist. Vor ihm Tomon, hinter ihm Nykier, Valente, Monnier, mit denen hat er sich auch schon angelegt in der Vergangenheit auf der Strecke. So, hier der verzweifelte Versuch von Franz Engstler außenrum vorbeizugehen. Ja, auch das hat nicht geklappt, aber auch Nykier, der hält sich da zurück. Ich sage mal, den hinter sich zu halten, das ist schon eine starke Leistung. Und da ist auch, ich glaube, da hat der Nykier aber auch noch nicht alles, alle Reserven ausgepackt. Er weiß, dass da hinten keine vielen Punkte zu holen sind. Wobei der Einsatz, den er hier zeigt, der ist schon ganz groß. Aber den Speed, den der vorne gegangen wird, den kann er momentan nicht mitgehen. Aber das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass er nicht mehr so bequem im Auto sitzt. Tja, da haben nämlich die technischen Kommissar festgestellt, dass sein Sitz nicht exakt der Bestimmung des Reglements nachfixiert wurde. 2 Zentimeter war die Differenz. Jetzt sagt der Michael Nöcker mit Recht, ich bin über 1,90 Meter groß und habe auch lange Beine. Ich kann mich sonst nicht vernünftig hinsetzen. Aber man kann natürlich mit der Platzierung des Fahrers und dem Sitz natürlich auch das Auto ein bisschen ausbalancieren. Und wenn da eine Menge Masse zusammenkommt, dann macht das durchaus schon ein bisschen was aus. Ein paar Zentimeter rauf, runter, rechts oder links. Da haben wir nochmal den Tom. Jetzt, da ist die Ecke. Ja, jetzt weißt du Bescheid, Uwe. Und das Ergebnis davon sieht folgendermaßen aus, dass Tom vorbei ist. Jawohl, Tom Cornell also jetzt auf der 7. Position. Ich gerne mal von außen gesehen, das Manöver. Und jetzt wird sich Marc Bazin mit seinem Teamkollegen Haffi beschäftigen. Also die Adorfsche und die Coronelsche Regelung, das sind die gleichen. Zweimal anklopfen, dann ein bisschen was auf die Ecke. Da wusste aber auch deine Rob, dass er verloren hat. Und dann ist es dann auch besser zurückzuziehen. Ansonsten kannst du dein Auto in einzelne Teile dann hinterher aus der Leitplanke rausholen und wieder zusammenbauen. Das der macht Druck auf Bazin. Genau, und zwar ordentlich Druck. Also es gibt hier so ein paar Stellen, die liegen im BMW sehr, sehr gut. Wenn es dann auf die schnellen Passagen geht. Oh, Caps. Ja. So geht's. Und die Passage dann, wo es dann schneller wird, die scheint dem Seat dann wieder gut zu tun, wo man sich ein bisschen Luft verschaffen kann. Und Boardman macht wirklich einen ordentlichen Job auf der 12. Position. Wenn man überlegt, dass wirklich im Qualifying überhaupt nichts ging, ist das bislang absolut in Ordnung. Ja, allzu viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Und wir werfen noch mal ganz kurz einen Blick nach vorne. Chilton hat sich da vorne wirklich sehr bequem gemacht mit 1,5 Sekunden Vorsprung. Und der Franz Engstler hat massiv an Boden eingebüßt, weil Nykier ist vorbei. Nykier hat sich auch den Thompson geschnappt. Also da hat es irgendeine Aktion gegeben, die nicht zum Vorteil für den Franz Engstler gewesen ist. Da hat mich hier gleich 3, 4 oder 5 Plätze verloren. Liegt unmittelbar vor Freddy Barth. Dann hoffen wir, dass wir da mal noch eine Wiederholung kriegen. Wenn du 4 Plätze verlierst, dann bist du auch da irgendwo im Off gewesen. Hier ist jetzt der Leader der ganzen Truppe auf der 13. Position, somit Engstler auf der 17. Hier haben wir die Wiederholung. Ja, nicht ganz, das ist Boardman hier, ja, wieder am Limit Boardman über die Curbs. Ja. Achtung. Jetzt schön zu sehen. Ja, muss das Auto ein bisschen beherrschen können, aber das Auto auch sehr souverän. Kommt es hier? Nee. Also die Auflösung können wir Ihnen leider jetzt nicht anbieten. Jetzt sind es die Seat-Piloten, die Thompson ein bisschen Druck machen. Valente vor Monnier. Valente mit einem starken freien Training, war einmal Dritter. Er ist für Abbruch gesorgt und dann ist er bis auf Platz 3 nach vorne gefahren. Jetzt geht es hier gerade noch ein bisschen für Thompson ankragen. Valente versucht da irgendwo vorbeizukommen. Könnte reichen, ja. Da ist er vorbei. Jetzt versucht natürlich noch der Nächste direkt mit durchzuschleifen. Ja, wenn du da außen bist, dann hast du ganz schnell verloren. Spektakuläre Einlage von Monnier. Ist gut gegangen. Ja.
Aber wirklich, hoppala. Franz Engs hat gerade einen Rempler von Freddy Barth bekommen. Ja, da waren sich die beiden nicht einig. Da ist wieder ein bisschen eine Ecke von der Stoßstange dann hängen geblieben. Und hier geht es in die letzte Runde. Und ich sag dir einfach mal vorne, ja, vorne ist das Thema absolut durch. Chilton dürfte sich jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Da wird er sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Aber hier, da geht es noch ordentlich zur Sache. Ja, freuen wir uns auf die letzten 4025 Meter hier mit dieser Truppe. Da Franz Engsler schmeißt ein paar Plastikteile ab. Charles Eng attackiert Freddy Barth. Ist da aber ein bisschen zurückhaltender, als der Freddy es zuvor mit seinem Teamchef war. Also vorne ist das Thema durch. Viva Moller hat schon den Schonmodus an. Über 5 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen. Ja, aber dass er sich hier 5 Sekunden abholt, ist auch sehr ungewöhnlich. So, kommt da noch irgendwo eine Attacke? Charles Eng bei seinem Heimspiel vielleicht auf Freddy Barth. Charles Eng, der hier in der Nähe studiert hat in San Francisco, lebt inzwischen auch wieder hier. Ist wahrscheinlich der erfahrenste von allen Fahrern hier, was die Rennen anbetrifft und die Rennstrecke anbetrifft. Ja, hier ist jetzt nur noch Position halten angesagt bei Chilton, Montiero und Ivan Muller. Ja. Er hat einen Cruise-Mode eingelegt, könnte man fast sagen. Cruised ins Ziel. Gut, vorne ist durch. Wie sieht es dahinter aus? McDowell auf der 4, Nash 5. Dakini bis auf die 6. Position nach vorne. Bei dem bin ich gespannt, was in Lauf Nummer 2 so anstehen wird. Ich glaube, seine ganzen Gemeinheiten hat er sich dann aufgehoben. Und die werden dann in geballter Form in Lauf Nummer 2 zum Tragen kommen. Coronel auf der 7, Huff auf 8, Basseng, starker 9. Daste 10. Tja, und er fährt seinem ersten Sieg in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft entgegen. Tom Chilton. Nach dem Teamwechsel von 2012 zu 2013 ist der Knoten dieser Saison geplatzt. Und perfekt wird das Ganze durch diesen Erfolg hier in Sonoma. Komplettiert wird der Teamerfolg durch Platz 3 von Ivan Muller, der heute schon vorzeitig Weltmeister werden könnte. Aber wie gesagt, uns ist relativ wurscht, ob hier, ob Suzuka oder vielleicht auch erst in Macau, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. So, hier kommt die kämpfende Truppe. Charles Eng vorbei an seinem Teamchef, an Franz Engsler. Den Freddy Barth kriegt er nicht mehr, auch wenn er da leicht touchiert. Opala, jetzt macht kein Mist da hinten. Pass auf jetzt. Freddy Barth im Zweikampf mit Monnier. Oh, das war ein hart knapper Zieleinlauf. Aber Monnier hat es mit 12.000stel Sekunden Vorsprung geschafft. Das war eng. Freddy hat nochmal richtig gegengehalten, aber es hat um 12.000stel Sekunden nicht ganz gereicht. So, Freddy Barth nur als 17. platziert. Ja, die vorderen Platzierungen, die haben wir ja aufgelistet. Das Podest haben wir ihm bereits vorgestellt. McDowell gewinnt die Yokohama Trophy vor seinen Teamkollegen James Nash. Gabriele Tarquini mit sehr unauffälliger Fahrt auf Platz 6 vor Tom Coronel, der einige Runden gebraucht hat, um die harte Nuss aus England, nämlich Rob Huff, zu knacken. Marc Basseng landet auf der 9. Position und die Top 10 werden kompliziert durch Stefane Daste. Und wir gehen eine kurze Werbeunterbrechung und melden uns gleich zurück. The FIA WTCC is delivered by DHL. Additive und Motorenöle made in Germany. Liqui Moly. Advan. Yokohama, dein Reifen. Kenwood. Holidays? No. Business? No. Friends? No. Why are you so far away from home? I have no idea.
life and sport, dealing with the challenges ahead requires focus, concentration, and a will to succeed. The International University Sports Federation promotes sports values in tune with the academic spirit. Thousands of student-athletes from around the world participate in FISU's world-class sport competitions. Today's stars, tomorrow's leaders. Liquid Moly. Additive and Motorenöle made in Germany. Yokohama, dein Reifen. Und zurück im Parc Fermé. Und da haben wir den strahlenden Sieger, Tom Chilton. Er hat eine Menge gelernt von seinem Lehrmeister, Yves Muller. Und der hat sich hier erstaunlich zurückgehalten. Und so war es letztendlich eine einfache Fahrt für Tom Chilton. Der Abstand in der Weltmeisterschaft zwischen Muller und seine Verfolger ist angewachsen. Über 150 Punkte, also das Thema ist sehr bald gegessen. Deshalb konzentrieren wir uns im Prinzip jetzt nur noch auf einzelne Rennen und hoffen da auf möglichst viel Spannung, die wir gleich im zweiten Durchgang in etwas erhöhter Form erwarten dürfen, aufgrund des Reversed Grid. Ja, ich bitte drum. Ja, ich bin dabei. Ja, aber er ist auf jeden Fall der Strahlemann hier im ersten Durchgang. Tom Chilton nach der Pole Position hat er bereits angekündigt, ich möchte jetzt auch meinen ersten Laufsieg. Und das hat hier perfekt funktioniert und wird jetzt sicherlich voller Stolz am Mikrofon berichten. Fantastic result for Tom Chilton, who wins his very first World Touring Car race. The first time you've been on the top step of the podium since 2011, Tom. Just describe your emotion here in Sonoma. Fantastic. Yes, my first World Touring Car win. And it's great that I achieved it after being the fastest man here yesterday in qualifying. It wasn't easy. First place, I always feel that the circuit's on the wrong side of the circuit. So to stay ahead of Ivan and actually Tiago, I was really, really happy. The Honda was very strong. I didn't have any time in the car to relax. Every lap was a qualifying lap, but adjusting the way I was driving each lap for the tire life, and I just got everything perfect, and I'm just so happy that I'm here in California at a circuit which is awesome. It's a bit like a couple of circuits in Britain, and after racing the British Touring Cars for 10 years, it's nice to come here to World Touring Car round with a circuit similar, and hopefully I can carry this on for the rest of the year. The start looked good, especially against Yvan, but the first couple of laps were very close to Tiago, and then it sort of settled down. Why was that? I think maybe the Honda had a little bit more of an aggressive setup maybe, and it was a little bit faster than me at the beginning. I just was not making any mistakes, and luckily at the end of the race I think the chassis came into its own. All of its development over the years came into its own. Me and my engineer did a couple of tweaks here this weekend, and it's worked, and I'm really, really happy. Congratulations, great victory for Tom Chilton. Tja, we also Zufriedenheit natürlich bei Tom Chilton und auch der Yokohama-Trophy-Sieger fährt auf solch einen Cruise, Alex McDowell. Yeah, it's brilliant to get that result. I thought, being on the outside for the first corner with James, being on the inside for turn two, we're going to struggle, but, they kind of braked early. I nipped around the outside, kind of like an Alonso move, and pulled it off. So yeah, it's pretty much straightforward. I was almost touching Ivan's rear bumper, but he has that car so loose towards the end of the race, he's gone. So we need to look at our setup for race two, and hopefully we can be stronger again. Congratulations. Thank you. Tja, enge Anfangsphase für McDowell gegenüber James Nash, aber auch gegenüber Yves Muller, aber es hat am Ende funktioniert. Wichtige Punkte in der Privatfahrerwertung. Ja, der Tom Chilton hat was Interessantes gesagt. Das Fahrzeug über all die Jahre so entwickelt worden, dass es in der zweiten Rennhälfte nach wie vor stabil bleibt. Die Zeiten nicht mehr abbauen. Das war ja in der Anfangszeit deutlich anders und das war ja auch der Schlüssel zu den ersten WM-Erfolgen für diesen Cruise. Ja, da würde ich gerne wissen, wie sie das genau geschafft haben. Das zum einen. Also ja, da gab es ja insbesondere, was die Fahrwerksgeometrie, die Radaufhängung, eine erhebliche Weiterentwicklung in den letzten Jahren, bevor man werksmäßig ausgestiegen ist. Und wenn man so solide von der ersten bis zur letzten Runde seine Rundenzeiten fahren kann, dann spricht das für ein sehr konstantes Auto, wie man sonst früher nur vom BMW kannte.
bin ich bei dir. Also ich bin bei dir, dass man sagt, das ist sicherlich gut gemacht worden. Aber jetzt sage ich Einspruch, euer Ehren. Insofern, an der Achsgeometrie ändert sich während dem Rennen gar nichts. So, das heißt also, du hast ein Auto, mit dem du jederzeit zulegen kannst. So sieht es nämlich aus. Also das heißt, am Anfang, wenn der Reifen vielleicht noch nicht zu 100% zum Auto passt und der Reifen vielleicht im Verlauf des Rennens mit der bestimmten Temperatur oder wie auch immer, du hast ein Auto, womit du zulegen kannst. Ansonsten sage ich, also ich hatte noch nie so ein Auto, ich bin ja auch schon ein paar verschiedene gefahren, dass ich ein Auto hatte, was in der letzten Runde genauso stark war wie zu Anfang des Rennens oder sogar besser wurde, das ist mir neu, mit gebrauchten Reifen. Wenn du da nicht 100%, wenn du mit 95% anfangen musst, musst 100% zum Schluss geben, dann geht das sicherlich. Aber sei es drum. Die Seat-Piloten werden die Geschichte gerne ergänzen, die weil werden da ist die Konstanz nicht so vorhanden, bekannterweise. Ja, und ja, da sind wir bei der Siegerehrung. Erstes Rennen auf die Champagner-Dusche werden wir jetzt verzichten, mutmaßlich, obwohl er steht bereit, der Champagner. Hier gibt es einen ordentlichen Rotwein, damit auch der Anzug mal ordentlich versaut ist. Ja. So, wir warten auf die Hymnen, die diesmal wieder instrumental gespielt werden. Das war die Hymne für Tom Chilton und die nächste Hymne, die kennt man hier bestens. Interessantes Siegerpodium haben sie da. Alles massiv gebaut. Und jetzt gibt es die obligatorischen Preise. Ja, die Pause ist relativ kurz hier bis zum nächsten Durchgang. Ja, tatsächlich keine Champagnerflasche, sondern man hat hier auf die lokalen Produkte zurückgegriffen. Ja, anstelle von Pokalen ist auch mal sehr schön. Dass man keinen Stress beim Zoll gibt bei der Einfuhr ins Heimatland, was die Mengen anbetrifft. So, damit gibt es noch ein kleines Fläschchen für den Herstellervertreter. Ja, Alex McDowell darf als bester Fahrer der Privatfahrerwertung aufs Podium und mit einem starken vierten Platz in der Gesamtwertung wird er auch sehr zufrieden sein. Nur Thiago Monteiro war es, der die Chevrolet Volants hier sprengen konnte. Wie mit Platz 2, wie schon im Training. Ups, jetzt gibt es alkoholfreien Wein. So. Exxon Hop, Shoppe in the Cop. Ja, mal kurz dran genippt, mehr wird es nicht werden. Jetzt könnte er ja schön den Wein weitergeben oder verteilen. Ne? Die anderen, die sagen, dem trink ruhig, ja, mein Freund, trink. So, das sollte es aber auch gewesen sein. Der Gemeinschaftsbecher geht jetzt vom Podium. Ja, die Vorbereitung zum nächsten Durchgang, die starten bereits in wenigen Augenblicken, während wir das Ergebnis hier nochmal für Sie aufgelistet haben. Also Tom Chilton mit seinem ersten Gesamtsieg in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Ja, in gut anderthalb Stunden melden wir uns bereits wieder zurück mit Lauf Nummer 18. Wir sind bereits im letzten Saisondrittel angelangt. Und dann erwarten wir eine deutlich interessantere Startaufstellung mit Mehdi Benani, der bereits im Vorjahr hier die Pole Position im zweiten Rennen hatte und auch einige Runden Führungsluft schnuppern konnte, bis ihm irgendwann sein marokkanisches Talent durchgegangen ist. Der Druck wird ähnlich groß sein. Einen Ausrutscher hat er heute schon gehabt. Aber er könnte beim stehenden Start mit seinem BMW natürlich Absolut. Schon mal eine Marke vorlegen. Also das
ist mit Sicherheit ein Aspekt, den wir nachher mit beachten müssen. Gabriele Tarquini auf der zweiten Position, ebenfalls exzellent. Und hier kann man halt eben sehr, sehr schwierig nur überholen. Also von daher überholen ich sie meistens mit ein bisschen Kontakt vereinbart. In anderthalb Stunden geht es weiter. Wir haben Zeit für einen kleinen Lunchbreak. Und Das Hinweis mit anderthalb Stunden seid damit verbunden für diejenigen, die Eurosport 2 oder den Eurosport Player haben. Für alle anderen, die müssen noch ein bisschen warten. Da gibt es dann noch ein bisschen Tennis bei uns in unserem Programm auf Eurosport 1. Und danach, ab ca. 1.30 Uhr, ist dann das zweite Rennen auf dem Programmplan. Das heißt also, dann die Aufzeichnung und die alle live dabei sein wollen, die schalten dann bitte dann gegen 23 Uhr wieder ein. Dann haben wir nämlich hier 14 Uhr 15 melden wir uns also dann hier aus Sonoma zurück. 23.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Ganze auf Eurosport 2. Und wie gesagt, die anderen, die können später zuschalten ab circa 0.30 Uhr jetzt die aktualisierte Zeit, wenn die Tennisspielerinnen mitspielen. Also es wird für sie in Europa ein langer Abend werden. Und wir hoffen, dass es mit viel Rennaction im zweiten Durchgang belohnt wird. Das war's von Lauf Nummer 1. Mit dem Premierensieg von Tom Chilton wollen wir uns verabschieden. Wir, das sind Dirk Adorf und Uwe Winter, sagen danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis später hier bei Eurosport bzw. Eurosport 2.